Was wir derzeit erleben, ist eine Art Militarisierung des Geldes. Geld wird zum Kampfmittel. Wir haben gesehen, wie der Westen praktisch durch Ausschluss des Rubels aus dem Finanzsystem Russland zum Paria gemacht wird. Jetzt hatte von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, kürzlich gesagt, ja, unsere Sanktionen schwächen die russische Wirtschaft und bringen ihnen Inflation, also Geldentwertung der anderen als Mittel, wenn man so will, in einem bereits bestehenden de facto Krieg zwischen dem Westen und Russland. Und auf der anderen Seite hat Russland das Potenzial, weil es die Rohstoffe hat, uns die Inflation noch zu bringen oder verstärkt zu bringen. Die ist ja ohnehin schon heftig. Also Geld ist jetzt Mittel eines Krieges, könnte man sagen, eine Auseinandersetzung, die auf verschiedenen Ebenen jetzt passiert. Aber die monetäre Auseinandersetzung, dieser monetäre Krieg, der stattfindet, den will ich ein bisschen beleuchten im Kontext Rubel, Dollar, Bitcoin und Gold. Und das ist der Krieg ums Geld. Fangen wir mal an. Vielleicht sehen wir in diesem oberen Chart, meine Damen und Herren, wann Putin beschlossen hat, diesen Krieg zu führen gegen die Ukraine. Ab Anfang 2018 zieht nämlich Russland praktisch mehr oder weniger komplett seine Gelder aus US-Staatsanleihen. Wir sehen da diesen Fall nach unten. Das ist der Zeitpunkt, als plötzlich sozusagen Putin, die Russen sich verabschieden aus US-Staatsanleihen. Und wir sehen, die haben 176 Milliarden Dollar betragen, jetzt nur noch 3,9 Milliarden Dollar, also praktisch gar nichts mehr. Gleichwohl sind die russischen Devisenreserven gestiegen, eben weil der Ölpreis gestiegen ist und weil vor allem Russland sehr stark in Gold seine Reserven angelegt hat. Wichtiger Punkt, denn es könnte bedeuten, dass wenn Russland mehr in finanzielle Schieflage gerät, eben vielleicht auch Goldverkäufe durch die russische Notenbank passieren, aber dazu gleich mal mehr. Russland hat versucht, sich mit dieser Umschichtung zunächst mal raus aus US-Staatsanleihen unabhängiger zu machen, aber wir sehen dennoch, wo ist das russische Geld, wo sind die Währungsreserven der russischen Zentralbank, die sind zu 17% in China, da werden sie Zugriff haben, aber sie haben keinen Zugriff mehr auf das, was in Frankreich liegt, das, was bei der japanischen Notenbank liegt, Deutschland, USA, dann praktisch Schweiz, die Notenbank der Notenbanken dort, UK, also da ist mindestens mehr als die Hälfte, ist komplett eingefroren, da kommt man nicht dran, nur diese 17%, die in China sind, die sind noch verfügbar, auch das eine wichtige Tatsache. Jetzt hat Jamie Dimon gesagt, der Chef von JP Morgan, also das hat schon ziemlich harte Konsequenzen, wenn wir jetzt Russland aus SWIFT ausschließen. JP Morgan selber hat übrigens abgeraten davon, von diesem Ausschluss. Jamie Dimon sagt, ja, aber wir können das umgehen, wir können sozusagen die Folgen versuchen, ein bisschen einzugrenzen. Da sind Zahlungsausfälle, ich hatte das gestern schon gesagt, wo ein Counterpart praktisch ausfällt, wie damals bei Lehman Brothers, da entsteht eine Lücke. Irgendwer muss diese Lücke bezahlen, muss sie füllen, und hier auch auf Bloomberg ein Artikel, China could turn to alternatives, fragmenting the payment system and potentially even undermining the US dollar's dominance as the global reserve currency. Es geht jetzt also auch um den Dollar, um die Vorherrschaft des Dollars als die globale Währungsreserve schlechthin, und das ist jetzt wahrscheinlich die Abkoppelung des Dollars von China, von Russland, den wir jetzt mit diesem Ukraine-Krieg wahrscheinlich aktiv erleben. Das hat sich schon lange angekündigt, ist aber offenkundig jetzt der Fall. Was macht eigentlich Bitcoin in dieser Situation? Bitcoin ja gestern gestiegen, das Transaktionsvolumen, Rubel zu Bitcoin, massiv nach oben gegangen. Klar, wenn ich Russe wäre und sehe, wie mein Rubel kollabiert vielleicht, weil eben dieser Rubel aus dem Finanzsystem ausgeschlossen wird, dann ist das zumindest eine Chance, die man sehen kann. Aber selbst auf Rubelbasis ist Bitcoin übrigens noch nicht auf einmal allzeithoch. Interessante Bemerkung von Holger Cepic. Und Sven Henrik schreibt, also diese Russland-Krise highlights, wie Bitcoin als ein Unterstützungsmechanismus dienen kann, um Gelder einzutreiben oder wieder noch an Gelder zu kommen. Also Bitcoin erlebt wahrscheinlich jetzt seine erste richtige Bewährungsprobe. Gold hat ja schon eine Jahrhunderte, fast Jahrtausende alte Geschichte, wo man eben oder wo man sehen konnte, dass Gold sich bewährt hat, dass Gold immer funktioniert hat. Klar, es gab Goldverbote durch Regierungen etc. Jetzt
muss Bitcoin beweisen, dass es wirklich eine Alternative ist. Eben der Vorteil natürlich bei Bitcoin ist die Dezentralität, die das Ganze schwierig macht. Jetzt sagte die US-Demokratin auf der linken Seite, Elizabeth Warren, Cryptocurrencies risk undermining sanctions against Russia. Also diese Kryptowährungen, die könnten die Sanktionen gegen Russland, Russland könnte dadurch die Sanktionen umgehen. Jetzt sagt Tyler Winklevoss, nothing actually undermines sanctions against Russia more than depending on them for energy, just ask Germany. Ja, die deutsche Energieabhängigkeit von Russland ist natürlich unser großes Problem, ist die große Schwäche. Dennoch hat die Bundesregierung jetzt diese Wende vollzogen in Sachen Ukraine. Und na klar, das ist natürlich schon etwas, was jetzt möglicherweise den Druck auf die USA, auf die US-Regierung, auf die Fed erhöht, zu sagen, schaut euch das an, wenn die Russen sich irgendwie über Kryptos jetzt hier Kanäle schaffen, dann müssen wir versuchen, diese Kanäle zuzumachen. Das ist natürlich schwierig, das ist technisch ja nicht möglich, aber man kann zumindest die Konvertierung in andere Fiat-Währungen unterbinden. Das steht in der Macht der Notenbanken und Regierungen. Hier sehen wir jetzt mal das krisenbewährte Asset Gold. Hier sehen wir, dass wir eigentlich eine sehr, sehr schöne Formation haben. Dieser Chart sieht übergeordnet long aus, wenn Sie mich fragen. Und insgesamt, wenn wir uns jetzt mal das Geschehen historisch ein bisschen vor Augen führen, dann sehen wir, dass im Grunde seit Ende des Kalten Krieges, also seit Ende des Systemkampfs zwischen dem Westen und der Sowjetunion, wir eine deflationäre Phase haben, eine deflationäre Situation hatten. Es begann komplett die Globalisierung, die Auslagerung von Arbeitsplätzen. Das hat die Löhne unter Druck gebracht. Überall konnten Produkte hergestellt werden. All das hat zu einem deflationären Impuls geführt. Aber jetzt sind wir im Kalten Krieg 2.0. Und dementsprechend ist jetzt alles anders. Wir haben Supply Chain Disruptions, wir haben Lieferkettenprobleme, wir haben die Situation, dass Arbeitskräfte teurer werden. Wir sehen, dass durch Regierungsstimulus, durch Helikoptergeld oder Kurzarbeitergeld, wie immer man es nennen mag, jetzt noch die Nachfrage dann stimuliert wird. Wir haben also zu wenig Angebot und stimulieren gleichzeitig die Nachfrage. Das ist inflationär. Wir sind jetzt in einem inflationären Regime. Das ist der große Unterschied und das merken jetzt auch die Märkte natürlich, die Inflation Expectations gehen nach oben. Das wiederum sorgt dann für Druck auf die US-Notenbank, auf andere Notenbanken. Was tun, wenn jetzt die Wirtschaft leiden sollte durch diese massive Krise und auf der anderen Seite aber die Inflation weiter nach oben geht? Kommen wir jetzt mal zu diesem Krieg. Hier scheint sich zu bestätigen, was ich gestern gesagt hatte. Russische Nachrichtenagentur bejubelt mit vorbereitetem Kommentar irrtümlich Sieg. Da war die Rede von 2 Tagen. Hätte Putin all das geschafft und das zeigte letztendlich, dass da etwas schief gelaufen ist. Diese Operationen sind sehr, sehr komplex, sehr schwierig durchzuführen und Petraeus, der General, der ehemalige 4-Sterne-US-General, hat gesagt, also wir sehen, dass die russische Armee underperformt, also dass das nicht alles wirklich optimal läuft. Und hier, Ukraine survived the weekend, but Russia still has an advantage. Jetzt sagen US-Geheimdienste, ein frustrierter Putin könnte sozusagen diese Krise, diesen Krieg weiter eskalieren lassen. Aber dennoch, so sagt hier dieser Bericht, ist Russland natürlich noch im Vorteil. Sie haben eine immense Firepower und haben schlichtweg eben eine überlegene Zahl auch der Armee. Aber hier sehen wir mal, wie jetzt offenkundig in Richtung Kiew ein 64 Kilometer langer Konvoi unterwegs ist. Diese Bilder schon gestern Abend displayed worden auf der einen Seite. Und jetzt hat Russlands oberste Militärführung angeordnet, dass hier Bombardierungen stattfinden sollen auf europäische Waffensysteme, die dann an die Ukraine geliefert werden sollen. Also das scheint jetzt wirklich eine Situation zu sein, wo dann eben Angriffe direkt auf diese Waffenlieferungen durch den Westen passieren. Klar, wer Waffen liefert, ist Kriegspartei. Das ist so, das müssen wir zur Kenntnis nehmen. Und jetzt sehen wir das zum Beispiel hier auf einer Militärbasis in der Ukraine, 70 ukrainische Soldaten getötet wurden. Also das Ganze nimmt jetzt an Radikalität zu, dieser Krisencharakter spitzt sich zu. Ist das jetzt dennoch für die Märkte alles überstanden?
Marko Kolanovic, Beisetipp. Marco sagt also, ja, das könnte jetzt also das Schlimmste sein, das Schlimmste vorbei ist. Ja, man hat den Eindruck, das Schlimmste ist vorbei. Unofficially sehen wir jetzt, dass der Februar ja vorbei ist. Wir haben ja gestern nochmal eine Rallye zum Schluss gesehen, wahrscheinlich antizipieren da Hedgefonds etc., dass jetzt zum Monatsanfang neue Gelder kommen durch ETFs etc. etc., aber dennoch der S&P im Februar 3,1% im Minus, Dow Jones 3,5% und der Nasdaq 3,4% im Minus. Schauen wir uns jetzt mal die gestrige Performance an. Wie gesagt, diese Rallye zum Schluss. Wir sehen Energie, Ölpreis etc. mit der beste Wert oder der beste Sektor. Wir sehen, dass Finanzwerte unter Druck waren, ja eben auch wegen diesen Sanktionen, weil das für die Banken tendenziell ein Problem ist und mit Kosten und Verlusten verbunden ist. Und hier sehen wir mal, um nochmal zur Energie zu kommen, WTI-Öl ist jetzt nicht mehr weit von der 100-Dollar-Marke entfernt und dennoch ist der Energiesektor nur 3,7% des S&P 500 Index. Der S&P hat ja 11 Sektoren, Energie ist praktisch mit der kleinste. Wir sehen, dass die Bedeutung jetzt, die Gewichtung im S&P 500 steigt, aber es ist nach wie vor zu stark gewichtet in Tech, Energie, Rohstoffe, das ist das Ding. Jetzt der 2020er Jahre nicht mehr Tech, das ist meine allertiefste Überzeugung, meine Damen und Herren. Und wenn wir jetzt zu den Märkten kommen, wie geht's weiter, dann haben wir zwei völlig unterschiedliche Muster. Zunächst mal die Aussage gestern, Biden sagte, die Amerikaner müssen keinen Atomkrieg befürchten. Also allein dadurch, dass so etwas schon gesagt wird, wird ja ein Vorstellungsraum geschaffen, in der eben diesen Atomkrieg jetzt plötzlich sozusagen als Möglichkeit erscheinen lässt. Wir haben oben den VIX, also die Vola, da sehen wir eine glasklare Inverse Schulter, Kopf-Schulter-Formation. Normalerweise löst sich das nach oben auf. Steigender VIX würde bedeuten fallende Aktienmärkte. Wir haben andererseits aber auch beim S&P 500 eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Auch das würde eigentlich für steigende Kurse sprechen, aber dann müsste der VIX fallen. Also diese beiden Charts, diese beiden Indikationen widersprechen sich. Einer lügt, einer hat recht. Wir werden wissen, wer hier sagt, Morgan Stanley, die tendenziell bärisch unterwegs sind. Schaut euch an, wir sehen hier das Muster, wie wir es schon gesehen haben 2018, als damals die Fed ja die Zinsen angehoben hat, dann von Autopilot Bilanzreduzierung gesprochen hat. Da sahen wir dann nochmal, also fast wirklich ein identisches Muster. Das sind Charts, die oder Überlappungen, die schon wirklich erstaunlich sind. Demnach sehen wir jetzt nochmal eine Erholung. Die könnte vielleicht noch bis 4.500 Punkte gehen, so sagt der Morgan Stanley, um dann abzusaufen auf 3.800 Punkte im S&P 500. We don't know it, wir werden sehen. Das wird sich zeigen. Kommen wir jetzt nochmal zu China, die ja auch in diesem System eine Rolle spielen, die im Hintergrund sicherlich nicht inaktiv sein werden in dieser ganzen globalen Konfliktsituation. Der Verkauf von Grundstücken in China nimmt weiter ab, schwächt sich weiter ab, wie die Commerzbank hier zeigt. Wir hatten jetzt chinesische Einkaufsmanager-Indizes, die so um die 50 reinkommen. Man stabilisiert sich auf schwachem Niveau. Aber dass insgesamt jetzt natürlich Druck im System ist. Die Chinesen können eigentlich nicht wollen, dass diese Sache weiter eskaliert mit wirtschaftlichen Folgewirkungen, die dann eine ohnehin schon geschwächte chinesische Wirtschaft treffen, die eine saftige Immobilienblase am Laufen hat, die eigentlich am Platzen ist. Und wir wiederum haben sowieso jetzt eine Inflation außer Kontrolle. Die Notenbanken haben die Kontrolle über diese Inflation verloren. Und die Lieferprobleme, und das ist ein Indiz dafür, dass dem so ist, die Lieferprobleme im Einzelhandel haben sich wieder verstärkt. Alle haben ja immer gesagt, die Inflation, ja, im Januar ist vorbei, im Februar ist vorbei, dann geht es saftig nach unten. No, that's not the case. Vor allem der Ukraine-Krieg dürfte das unwahrscheinlich werden lassen, dass die Inflation wirklich nach unten geht. Abschließend, meine Damen und Herren, noch ein Hinweis. Dieser ganze Kontext, Bitcoin, Rubel, Dollar, Gold, diese Auseinandersetzung, die da stattfindet, da haben wir jetzt mal übersetzt das Statement der russischen Zentralbank ins Deutsche. Lesen Sie das mal unter dem Gesichtspunkt, unter dem ich dieses Video hier gemacht habe, nämlich die Militarisierung des Geldes, der Krieg des Geldes, wie da die russische Notenbank argumentiert. Das werde ich Ihnen unter dem Video verlinken und wünsche jetzt erstmal einen guten Start in diesen Dienstag. Servus und ciao.